Befreie Larry. Hilf mir! Dieses Ding hängt an drei Generatoren. Du musst sie für mich abschalten. Komm nicht zu nah an die Schulen. Schalte die Generatoren ab. Du siehst nicht sehr hell aus. Oh, hast du das gehört? Der hat uns voll beleidigt. Er hat gesagt, wir schauen nicht sehr hell aus. Na ja, hier. Ey, da kommen welche und die schießen. Oh, das ist ein Safe. Ich habe keine Zeit für Erklärungen, die du sowieso nicht verstehst. Die wollen dich provozieren. Okay. Ja, der guckt dir hin. Fällt euch weiter da. Hier ist nichts passiert. Es kann kein Zufall sein, dass du hier bist. Wie der ausschaut. Vergiss diesen Sekten-Nonsens. Das lenkt dich nur unnötig ab. Weird Al Yankovic. Auf uns beide warten wichtigere Dinge. Drei Worte. Gefahr im Verzug. Linarus, dann ab wohl, ja. Normale Katastrophe. Mehr kann ich nicht sagen. Die hören alles mit. Die filtern nach Schlüsselbegriffen, damit sie uns erfassen und in Stücke sprengen können. Das darf nicht passieren. Ich werde sie aufhalten und du... Ich glaube mal hier den Safe. Aber wir kommen erst weiter, wenn wir ihre Abhörgeräte auf dem Purple-Top-Sendemast zerstört haben. Und wenn wir das nicht schaffen, können wir sie nicht überlisten und ausmanövrieren und Scheiße, was ich meine... Showtime! Die Reise des Helden. Helden. Nebenmission. So... Den plündern wir auch mal Munition vor. Oh, ich brauche noch eine neue Waffe. Du hast jetzt nur so einen Knüppel. Da, ich konnte zum Glück das Geld noch nehmen. Ja. Okay. Dann können wir hier wieder was abhören. Dr. Parker, hier ist Daniel McCoy von der NASA. Als erstes möchte ich anmerken, dass wir so etwas normalerweise nicht machen. Aber angesichts des bizarren Inhalts und der Frequenz Ihrer Anrufe und E-Mails melde ich mich direkt, damit Sie sich nicht mehr dauernd nach Neuigkeiten zur Lage auf dem Mars erkundigen. Seitdem Sie uns auf die Mikrowellenanomalie aufmerksam gemacht haben, konnten wir Ressourcen freimachen, um die Lage zu beobachten. Der Mars ist aber stabil und steht nicht kurz vor der Explosion. Falls sich das ändert, verspreche ich mich zu melden. Vielen Dank und schönen Tag noch. Vielen Dank und schönen Tag noch. Bye, 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 bye. Oh, Erste-Hilfe-Set. Hast du sonst noch was Schönes gefunden hier? Nö, bisher nicht, nee. Oh, ich hab keine Munition mehr. Das ist doch voll bescheuert. Gewischt? Nein, scheiße. Nee. Aber hier können okay. Wir. Oh nein, ich brauche eine Waffe. Wir? Hast du keine? Ich habe ja nichts mehr. Hier liegt eine. Wo? Also hier liegt eine, ich weiß nicht, ob du die nehmen kannst. Drin, draußen? Hier, draußen. Ja, oh Gott sei Dank. Fühle ich mich sicherer. Oh nein, ich habe keine. Ja. Wenn ich Money hätte, dann auf jeden Fall. Oh Lord. So, Pistolen-Money. Ich bin tot. Du bist tot? Ja. Wo bist du? Hier. Irgendwo im Gebüsch. Danke. Seit wann hast du einen roten Helm? Das ist Blut. Ach so. Aber nicht von mir. Nicht von mir. Das hat aber wirklich so ausgeschaut, als ob der rot ist. So gleichmäßig, weißt du? Hey. No more time left. Hi. Miss Kopfschuss gibt sich die Ehre. Brille. So. Resi, ich hole die mit meinem Traktor. Oh. Was? Mit dem Traktor? Geil, oder? Ja, mach ich. Oh nein, ich kann nicht mitfahren.
Kann ich hinten drauf? Hey, man muss sich doch hinten drauf setzen können. Oder vorne drauf oder oben drüber oder irgendwie sowas. Ich kann da nicht. Nein. Okay, dann fahr. Yay! Vollgas! Oh! Wow! Wow! Nein, ich bin voll! Kannst du den plündern? Das arme Viech ist voll umsonst gestorben sonst. Ich habe jemanden freigelassen. Ich habe einen Zivilisten befreit. Ey, du rammst jetzt euch. Hey! Hallo? Nicht mich. Nein. Oh, da hinten ist auch ein Zivilist, der befreit werden möchte. Wie früh hast du jetzt da fahren? Zusammengefahren? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Einige, ne? Ich glaube, das war eigentlich gar nicht. Das war der Bulle, glaube ich. Ach so. Von Tölz. Genau, der Bulle von Tölz. Sandwirbel, hallo, danke dir für den Host. Jetzt willkommen, deine Zuschauer. Schön, dass du da seid. MTS, Mahlzeit. Grüße sie. Nicht weit von hier gibt es ein altes Buswrack. Da trifft sich der örtliche Widerstand. Hab gesehen, wie sie dort Flaschen und Alkohol horten. Die wollen wohl mit Feuer spielen. Oh, die wollen wohl mit Feuer spielen? Mit den Fahrern direkt in die Hölle. Die sind halt ein bisschen heiß. Ja, das ist gar nicht so weit weg. Wollen wir erstmal den Schatz. Mein Schatz. Heute doch, doch, das ist doch. Den Schatz. Oh ja, du übersteuerst wieder ein bisschen. Ein bisschen. Was? Du übersteuerst wieder ein bisschen. Oh no! Aber bevor du jetzt was machst, lass es lieber. Mikro einstellen kann ich ja. Das ist ja kein Ding. Okay. Mikro einstellen jetzt. Okay. Läuft, würde ich sagen, oder? Ihr schießt hier regelmäßig vom von der Fahrerkabine raus. Halt! Nee, ins Gebüsch! Hey, das ist... Nein, jetzt hast du einen Zaun! Keep out! Komm, jetzt fahren wir ein bisschen zurück. Nichts passiert. So, was machen wir jetzt mit dem? Oh, wow, der killt mich. Alter, was ist da los? Interagieren? Ja, ich bin gestorben. Schon wieder. Oh nein! Truck geplündert! Wir haben einen Truck geplündert! Nee, du hast es geplündert. Ich bin gestorben. Ach so. Ja, warte, ich mach den weg. Mach den weg. Zack. Hey! Du Zipfe, du Glotze, du. So, wiederbeleben. Du mit dem roten Helm. So, erstmal nachladen. Hey, wir haben den Truck geplündert. Ist da was drin gewesen? Er atmet wie Darth Vader. Ja, da ist was drin. Ein Raketenwerfer. Munition. Ja gut, Raketenwerfer muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Warum können wir denn nur zwei haben? Raketenwerfer ist schon geil eigentlich. Aber es brauchen wir eigentlich nicht, ne? So eigentlich. Nee, eigentlich nicht. Glaube ich nicht. Wenn wir halt wenigstens viel Munition finden würden, aber ich bezweifle ehrlich gesagt, dass wir die Munition finden. Okay. Schnellreise, Helikopterladen. Oh, Geschäft. Hier unten ist Prepper-Versteck. Prepper? Prepper. Mein Schatz. Sommer? Schätze ich schon. Nur 339 Meter. Das passt schon.
Ja, können wir. Vielleicht ist er ja Darth Vader. Wer, ich? Ja. Atme ich so ins Mikrofon, schlafe ich so, oder was? Ja, atme ich das. Ich bin dein Vater. Ja.